Ordnungspunkt 13, budgetneutrale Veränderung, Finanzhaushalt 224 Straßen- und Tiefbauamtes. Hier habe ich das Signal eines Redebedarfs von Herrn Scholbach bei Bedarf. Der Bedarf nie. Dann ist noch signalisiert Herr Lorek. Bitte schön. Die Maschine will ja irgendwie nicht. Ich komme mal nach vorne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss leider mal nach vorne kommen für die wenigen Sätze, die ich Ihnen unterbreiten möchte. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass wir gestern gesagt hatten, wir diskutieren den Punkt 13 zusammen mit der 35, dem Eilantrag. Ich gebe Ihnen da recht. Es hat gerade auch Frau Frohwieser mir gesagt, ich hatte jetzt hier die Tagesordnung des heutigen Tages, und da war das jetzt nie verzeichnet gewesen. Das stimmt. Wir hatten gestern gesagt 13 und der Punkt, ich suche ihn gerade. 35 war der Eilantrag. Gibt es hier gar nicht auf der Liste. Ja. Na, hier. Genau, dann, wenn Sie immer beim Reden Sinn machen, Sie, ich rufe dann die anderen Redner, die sich gemeldet haben, auch noch mit auf. Entschuldigen Sie bitte, dass wir das sehen. Also den Antragstellern des Eilantrages ist natürlich zuzugeben, dass in der Tat die eingestürzte Brücke eine neue Sehenswürdigkeit der Stadt Dresden darstellt. Was ich an meine eigenen Mandanten beantrage, die bei mir Gerichtstermine wahrnehmen oder Besprechungen in meiner Kanzlei, jeder von denen möchte die eingestürzte Brücke sehen. Was allerdings noch nicht bedeutet, dass man die Brücke liegen lassen müsste. Ich halte es vielmehr für sinnvoll, und so verstehe ich den Antrag unter Ziffer 13, dass der Wiederaufbau der Brücke nach der Maßgabe der historischen Carola-Brücke erfolgen soll, die 1945 kriegsbedingt zerstört worden war. War das richtig? In diesem Sinne würde ich dem Antrag zustimmen wollen unter der Nummer 13. Der Antrag Nummer 35, der Eilantrag, ist meines Erachtens nur temporär wirksam, nämlich so lange, wie die Brücke noch in einem gegenwärtigen abgestürzten Zustand sich befindet. So lange ist sie durchaus eine Sehenswürdigkeit. Danach aber können wir auf die eher negative Publicity verzichten. Danke, meine Herrschaften. So, entschuldigen Sie, jetzt hatte ich natürlich die Redner übersehen gehabt, die sich zu 35 gemeldet hatten, und das sind zwei an der Zahl, Herr Zastrow und dann Herr Aschenbach. Dürfen Sie natürlich. Dürfen Sie, Herr Aschenbach, dann wir sind gespannt und schauen vor Fröhlichkeit auf Ihre Einbringung. Guten Tag, mein Name ist Max Aschenbach, stadtästhetischer Sprecher der PVP-Kooperation. Ein P steht für die Partei. Es ist mir eine besondere Herzensangelegenheit, hier heute meinen Antrag Dresdens neues Wahrzeichen, Carola-Brücke in ihrem historischen Zustand erhalten, Abbrucharbeiten stoppen, einzubringen. Über den Anlass dieses Antrags muss ich nur wenig Worte verlieren. Die Bilder der eingestürzten Carola-Brücke gingen um die erstaunte Welt. Sie suchen ihresgleichen, eine Brücke, die ohne sichtbaren äußeren Einfluss ihre Arbeit einstellt. Das gab's wohl noch nicht. Glück im Unglück, niemand wurde verletzt oder gar getötet. Dafür sind alle dankbar. Es grenzt an ein Wunder. So wie der Einsturz selbst, denn wie das Straßen- und Tiefbauamt erklärte, habe sich die Carola-Brücke seit Jahrzehnten in permanenter Begutachtung und Bewertung befunden. Alle Prüfungen seien ausgewertet und notwendige Maßnahmen abgeleitet wurden. Da alle notwendigen Maßnahmen getroffen wurden, sind es also weder die seit Jahrzehnten die Infrastruktur vernachlässigenden sächsischen Regierungsparteien, welche um ihre schlechte Reputation fürchten müssen, noch die unfehlbare Stadtverwaltung. Die Grünen sind selbstverständlich schuld, das sind sie ja an allem. Kopf hoch, Steffen. Bleiben wir also bei der Brücke, denn es war einzig und allein Carola, die versagte. Mit der wenig schmeichelhaften Begründung, die schlanke Brücke ermögliche vor allem einen ungestörten Blick auf die bedeutenden Architekturerzeugnisse im Zentrum der Elbmetropole, wurde sie erst kürzlich zum Denkmal.
Vielleicht führte das zu Carolas trotziger Entscheidung, einmal charmant in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu plumpsen. Schenken wir sie ihr und halten einen Moment inne, um sie zu bewundern, wie sie da liegt, schlaff, unübersehbar, majestätisch. Keiner schaut beim Überqueren der Augustusbrücke noch auf die schöne, schnöde Altstadt, wenn er Carola betrachten kann. Ihr Anblick fesselt jeden, denn er erzählt in Sekundenbruchteilen ihre nun bewegte Geschichte. Solche selbsterklärenden und vereinnahmten Bilder sind selten, man sollte sie genießen. Das führt uns zu meinem durch und durch ernst gemeinten Antrag. Lassen wir Carola doch einfach, wie sie ist. Erhalten wir sie und nehmen sie auf in den Reigen der Dresdner Wahrzeichen. Das Zeug dazu hat sie sichtbar. Selbstverständlich gesichert und so, dass Elbe und Schiffsverkehr wieder fließen können. Carola in ihrem jetzigen Zustand zu erhalten, ist viel billiger, umweltschonender und in jeder Hinsicht einfacher als Komplettabriss und Brückenneubau. Carola ist aber nicht nur ein imposantes Wahrzeichen, sie ist auch ein Monument des Scheiterns. Als DDR-Baudenkmal fiel sie genauso in sich zusammen wie das System. Als infrastrukturelle Errungenschaft der Zivilisation scheiterte sie genauso wie die Dresdner, die schon lange alle Brücken zueinander gesprengt zu haben scheinen. Lassen Sie es uns wie die Brücke tun und den Bruch wagen. Den Bruch mit gewohnten Verhaltensweisen, etwa mit der, alles kopflos wegzuräumen und wegzuschmeißen, nur weil es mal runterfällt. Macht man mit dieser kaputten Stadt ja auch nicht. Lassen Sie uns damit brechen, Scheitern als Niederlage zu begreifen. Sehen wir die Chance. Warum nicht Brücken zu B als lang ersehnte Fußgänger- und Radbrücke erhalten und zur belebten Promenade zwischen den Elbseiten machen? Wenn die Augustusbrücke schon nicht Karlsbrücke sein will, vielleicht klappt's mit Carola. Gaukler, Ramschhändler und Touristen werden es lieben. Brückenzug A scheint ja noch intakt zu sein. Womöglich steht A für Auto und macht die Autoholgers glücklich. Lassen Sie es uns herausfinden. Beweisen Sie einmal Größe und denken Sie wenigstens darüber nach, ob wir aus einer Katastrophe ein Geschenk machen können. Dresden stände es gut zu Gesicht, nicht ständig vergeblich Größe zu behaupten, sondern einmal zu beweisen, indem wir die Carola-Brücke in ihrem jetzigen historischen Zustand verewigen. Wenn es diesem Stadtrat gelingt, die gewohnten Bahnen zu verlassen, vielleicht gelingt es dann auch irgendwann dieser Stadt und den ewigen Trott aus reaktionärem Kleingeist, mangelhafter Vergangenheitsbewältigung und beschämender Geistlosigkeit zu beenden. Ja, Dresden scheitert immer wieder an den grundlegendsten Herausforderungen der Zivilisation. Shit happens. Das muss doch kein Schicksal sein. Verstecken wir doch endlich nicht mehr schamhaft, wie es ist, sondern sehen wir es uns an, erkennen die Schönheit des Versagens und lernen womöglich endlich was daraus. Machen Sie einmal das Richtige und geben Sie Carola eine zweite Chance. Als Symbol, als Denkmal, als Dresdens neues Wahrzeichen. Stimmen Sie für die zauberhaft faule Carola. Geilste Brücke der Welt. So, jetzt tatsächlich Herr Zastrow in deiner Bühne. Also wenn Max Aschenbach den Autoholgers ein Glücksversprechen gibt, dann bin ich ja fast geneigt, mal darüber nachzudenken, ob ich doch zustimme. Aber ich hatte eigentlich nie vor, über den Antrag nachzudenken. Ich war auch zum anderen Antrag gemeldet und da geht es ja um die Schönheit des Versagens und da sind wir ja bei Stefan Kühn. Denn die Rücktrittsforderungen an unseren Verkehrsbürgermeister häufen sich ja in dieser Woche und seit einiger Zeit. Ich bin noch nicht so weit. Und das will was heißen, weil ich glaube schon, dass man da sehr sorgfältig auch mit solchen Forderungen umgehen muss. Aber die Woche hat auch mich bestärkt, stärker darüber nachzudenken. Denn ich musste zweimal auf dem Weg zu diesem Rathaus den Rathenauplatz passieren und das Terrassenufer und die Steinstraße
Als ich letztens nachts lang gefahren bin, dachte ich mir, Mensch, es geht los mit der Ampelschaltung, weil nachts ist die Ampel Steinstraße, Terrassenufer aus. Plötzlich ist sie aus. Dann dachte ich mir, der Mann hat gehandelt, endlich, nach wie vielen Wochen? 6, 7, er hat gehandelt. Aber heute stand ich im Stau, gestern stand ich im Stau, weil natürlich der ganze Mist weitergeht. Und das ist nichts anderes, lieber Stefan Kühn, als völliges Versagen. Es tut mir leid, das versteht niemand mehr. Und ich bin wirklich geneigt, mich langsam der Forderung nach Verantwortung anzuschließen, und zwar nicht nur wegen dem Zusammensturz, sondern von dem, was danach passiert. Weil das geht so nicht. Jeder, der da steht, nervt und jeder ist sauer auf uns, weil die denken, dass wir es nicht hinkriegen. Dabei kriegt es die Verwaltung nicht hin. Dummerweise bestärkt mich auch der Antrag hier dazu. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, denn der ist ja, ja, der legt ja seinen Fokus genau auf das Problem, warum wir überhaupt mit unserer Verkehrsinfrastruktur so verantwortungslos umgehen. Und er zeigt, wo diese Stadtverwaltung unter grüner Führung jetzt, aber auch schon vorher, ihre Prioritäten setzt. Natürlich müssen wir die Abrisskosten stemmen, gar keine Frage. Aber haben Sie sich mal die Deckung angeguckt? Und was fällt da auf? Ich habe es im Ausschuss selber gestellt. Es fällt auf, dass es natürlich wieder um Straßen geht. Da wird mir dann erzählt, ist ja nicht so schlimm, weil da sind wir noch nicht so weit. Da haben wir noch nicht mal mit den Planungen angefangen. Das sind, wie bei der Kunersdorfer Straße in Schönfeld, weiß ich, Beschlüsse von 2008. Freunde, so lange liegt das schon. Da ist nichts passiert in der Verwaltung. Nichts. Da hat man gar nichts gemacht. An ganz vielen Stellen ist das so. Deswegen können wir es jetzt auch streichen, brauchen das Geld ja jetzt gar nicht. Fußwege, wieder mal Fußwege. Und wer die Situation der Fußwege in Dresden kennt, im Zustand von ganz vielen, weiß das, was ist. Parkplätze, Parkerei, brauchen wir gar nicht drüber reden. Es gibt aber einen Punkt, der überhaupt nicht angetastet wird. Habe ich auch nachgefragt. Das ist der ganze Bereich Radverkehr. Der ist die heilige Kuh in dieser Stadt. Da liegt richtig viel Geld drin. Hier Radwege an Gemeindestraßen, ein Programmpunkt. 7 Millionen liegt da drin, zur ziemlich freien Vergabe. Dann gibt es Radwege an Gemeindestraßen 3, 4,2 Millionen für dieses Jahr, 5 Millionen für nächstes Jahr. Dann stehen hier noch 800.000 Euro für einen Radweg, Bautzner Straße, Bautzner Landstraße. Kollege Dietz hat es ja gestern angesprochen. Das, was da jetzt war, hat ja nie 800.000 gekostet. Da kommt also noch was. Die machen das weiter. Immer weiter. Immer genau diese Sache. Wenn, hätte ich doch erwartet, dass man dort auch mal reingreift. Da hat dann die Kollegin Prüfer Folgendes gesagt. Ach, das können wir eigentlich nicht mehr, weil dieses ganze Geld, was da liegt, da wären nur, wenn ich mich nicht täusche, hat sie gesagt, 32.000 Euro noch nicht verplant. Der Rest wäre schon längst in Arbeit. Glückwunsch, Stadtverwaltung, darum kümmern Sie sich. Da sind die ganzen personellen Kapazitäten, da stecken Sie sie rein. Aber das andere vernachlässigen Sie. Und deswegen können wir diesem Antrag so nicht zustimmen. Danke. Als nächster Redner Herr Böhm. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man kann ja vielen zustimmen, was Holger Tastrow gesagt hat. Nur der Schluss der ganzen Geschichte hilft uns natürlich nicht weiter. Weil, bringen wir es mal auf den Punkt. Man kann jetzt drüber reden und wir werden das auch noch, sage ich mal, sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren noch vertieft diskutieren und verschiedenste Anhörungen haben und. Wer denn nun Schuld trägt an dem Thema Brückeneinsturz. Aber wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, mit den Gegebenheiten, die jetzt vorliegen. Und deswegen werden wir auch zustimmen, dass im Bereich vom Kollegen Kühn gemeinsam mit der Kämmerei aus den letzten Ecken und Winkeln Geld zusammengekratzt wurde, um die aufgelaufenen Kosten, die noch kommen, zu begleichen. Wohlwissend, und Holger hat vollkommen recht, wenn man von 2008 bis, was weiß ich, 2021 gebraucht hat, in Schönfeld, weiß ich, mit der Kunersdorfer Straße reinzukommen. Und wir haben ja gehört, dass sich im nächsten Doppelhaushalt kein Cent dazu wiederfindet. Also das Thema ist durch. Dann reden wir vielleicht über 2040, wenn die Kunersdorfer Straße dort wieder eine Chance hat. Herr Oberbürgermeister, das kann so nicht weitergehen an der Stelle. Für dieses Problem Carola-Brücke, das ist eine gesamtstädtische Aufgabe. Wir erwarten als CDU-Fraktion im nächsten Doppelhaushalt und für die Jahre darauf,
dass aus allen städtischen Bereichen, die Reserven zusammengezogen werden und nicht nur der Straßen- und Tiefbeamt ausgeblutet wird. Holger ist ja noch gar nicht drauf eingegangen. Geld kommt ja dort genauso aus den Ingenieurbauwerken, ja, und von anderen Brücken. Das kann nicht die Zukunft sein. Es kann auch nicht die Zukunft sein, dass die SPD für irgendwelche Kita-Gebühren, die stabilisiert werden sollen, das Geld aus dem Schwarzdeckenprogramm rauszieht. Das sind alles Maßnahmen, die uns bei der Infrastruktur nicht weiterbringen. Wo uns das hingeführt hat, zum Schluss, zeigt die eingestürzte Brücke, das zeigen die Probleme an der Nossener Brücke, das zeigen die Probleme an der Weißeritzbrücke, das zeigen die Probleme an der Industriegeländebrücke. Wir haben in den letzten Jahren zu wenig Geld beim Straßen- und Tiefbauamt in den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur gesteckt. Das kann so nicht weitergehen, und deswegen erwarten wir, dass das Geld zukünftig nicht nur im SDA zusammengekratzt wird, sondern gesamtstädtisch. Da müssen alle Bereiche dafür was abgeben. Danke. Naja, ich erinnere nur daran, dass der wichtigste Investitionsschwerpunkt, den wir seit Jahren im Einvernehmen in diesem Rat setzen, Bildung ist. Und ich den Haushalt vorgestellt habe, schon in den Eckwerten, und Ihnen auch gesagt habe, dass für die nächsten Jahre das so bleibt und knapp dahinter sofort das Straßen- und Tiefbauamt kommt. Insoweit bin ich gespannt, aus welchen Ecken Sie rauskratzen wollen. Der Haushalt ist ausgekratzt, um das vielleicht mal deutlich zu formulieren. Als nächste Wortmeldung Herr Hans und dann Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen im Stream, ich wollte eigentlich gar nicht reden, aber ich war zufällig diese Woche, am Mittwoch war noch eine Sondersitzung vom Bauausschuss vertretungsweise dort, weil meine Kollegin nicht konnte, und ich mache mir langsam ernsthaft Sorgen über Sie, Herr Zastrow, oder über Ihre Gesundheit, weil man muss mal sagen, soweit darf man vielleicht aus dem Ausschuss berichten. Da hat der Zastrow natürlich dieselben Argumente gebracht, und zu Recht ist ja richtigerweise auch nachzufragen, warum kann das aus diesen Projekten kommen, warum nicht. Es ging da eine Dreiviertelstunde, wo man jetzt denkt, das im Finanzausschuss macht das meistens in 5 Minuten, so eine Vorlage, weil wir ja wissen, dass die Bauausschussleute vorher sich das genau angeguckt haben. Aber da hat der Bürgermeister Kühn Ihnen dann sachlich geantwortet, und dann waren Sie zwar vielleicht immer noch verkrummelt, aber zufrieden. Ich würde deshalb auch Herrn Kühn noch mal bitten, kurz Stellung zu nehmen. Und also ich müsste mich schon sehr täuschen, auch bei der Kunersdorfer Straße. Also wenn ich mich nicht ganz täusche, wurde gesagt, da wird was geplant werden. Und es ist eben so, wir haben sehr hohe Ausgabereste. Entweder für die neuen Projekte, wo jetzt wirklich die finanziellen Mittel genutzt werden, die aber bisher gesperrt waren, die man gar nicht hätte ausgeben können dieses Jahr, werden beantragt, neu einzustellen, wirklich in den nächsten Haushalt. Oder wir finden ja immer wieder, das merken wir alle in verschiedenen Bereichen, bei den Investitionen immer wieder Projekte, die ja in dem Jahr gar nicht geschafft werden. Das ist zwar vielleicht traurig, aber das ist die Realität. Und deshalb wird es immer wieder Umschichtung geben, und deswegen wird es dann auch Umschichtung für die Kunersdorfer Straße geben. Und wie gesagt, Herr Zastrow, also letztens schwoll Ihnen schon wirklich die Halsschlagader an. So hatte ich Sie noch gar nicht gekannt, dass Sie hier sich reproduzieren. Das verstehe ich, aber ich glaube, man kann das in ein bisschen sachlicheren Ton machen. Und entsprechend ist erstmal jetzt festzustellen, dass die Mittel gefunden wurden, um überhaupt die Kosten zu decken, um entsprechend jetzt die weiteren Abbrucharbeiten bei der Carola-Brücke vornehmen zu können oder auch die Sicherungsarbeiten, die da noch dazugehören, also sprich auch Sicherheit, das wird ja Tag und Nacht bewacht, damit da jemand irgendwie durchfährt und auf die Brücke steigt und so weiter. Also ist es gut, dass wir die Mittel gefunden haben. Den Antrag von Herr Max Aschenbach werden wir natürlich auch nicht zustimmen. Ist klar, zurzeit ist wirklich so, dass viele vielleicht auch in Dresden, wenn sie in Dresden sind, da mal hinfahren und sich das angucken. Aber ich glaube, das ist definitiv keine Perspektive für Dresden, zu sagen, wir lassen die Brücke so stehen und haben ein neues Wahrzeichen. Wäre auch ein schlechtes Symbol für Dresden und für Deutschland, sage ich jetzt mal so ganz allgemein. Also vielleicht Herr Kühn noch mal kurz eine Stellungnahme. Ich glaube, man kann beiden, also der eine ablehnen, und die Vorlage kann man ganz getrost zustimmen. Vielen Dank. So, nächste Wortmeldung, Herr Dr. Schulte-Wissermann und dann Herr Engel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream.
Die Carola-Brücke ist zusammengekracht. Buff. So, jetzt liegt sie da im Wasser und das bereitet natürlich sehr große Probleme, ja, in Dresden. Und es ist auch, zumindest für den Brückenzug C, wahrscheinlich auch für B und vielleicht auch für A, das Ende von dieser Brücke. Nun ist es ja so, Probleme sind auch nichts anderes als stachelige Chancen oder, um einen anderen Allgemeinplatz zu sagen, jedem Ende wohnt auch ein Anfang inne. Oder man könnte es auch sagen, Gott oder welche religiöse, spirituelle Entität Sie auch wählen, hat uns ein Zeichen geschickt. Nämlich ein Zeichen, dass, sowas passiert ja nicht jeden Tag, dass so eine Brücke plötzlich einstürzt und wir vor einem 100, 200, 300 Millionen Euro Problem stehen, sondern wir haben jetzt diese Situation mit der eingestürzten Brücke und wir sollten wohl mal innehalten und nachdenken. Das ist der Kern von unserem Antrag, dass wir innehalten und nachdenken, was wir denn jetzt machen. Denn jede Brücke kostet Geld, aber jede Brücke, jede Brückenart, ja, wir müssen entscheiden, was wollen wir denn da für eine Brücke? Eine historische Brücke, eine Riesenbrücke, zwei kleine, drei kleine, welche Verkehrsarten sollen da drüber kommen? Aber an diese Entscheidung gekoppelt ist ja die Folgebauung. Kosten, die wir dann haben. Eine große Brücke braucht große Zustraßen. Eine kleine Brücke könnte vielleicht irgendwie einen Platz für Wohnbebauung rechts und links in der Innenstadt zum Beispiel noch zulassen. Das heißt, die Frage, die wir jetzt, nachdem der erste Schock überwunden ist, uns stellen müssen, ist, wie gehen wir mit der Brücke und dem Stadtraum nördlich und südlich davon um? Wie gehen wir mit dieser, ich nenne es immer, städtebaulichen Wunde um, die vom Hauptbahnhof bis zum Albertplatz einmal quer durch Dresden geschlagen ist? Wollen wir dort wirklich weiterhin 100, 200 Meter breite Schneisen haben oder wollen wir da irgendwie was städtebaulich Sinnvolles hinmachen? Das sind alles Fragen, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten klären müssen. Wir haben ja gehört, ich glaube am 11. Dezember kriegen wir die Ergebnisse von der Untersuchung und dann haben wir den Haushalt und da müssen wir jetzt gilt es halt in den nächsten Monaten, müssen wir uns überlegen, wie wir mit der Problematik umgehen und ich wünsche mir eine von mir aus auch hart geführte öffentliche Diskussion, ich wünsche mir eine Diskussion ohne Scheuklappen, ich wünsche mir eine Diskussion, die erstmal alles Mögliche zulässt und dass wir dann diesen Einsturz, diese Tragödie, dass wir die nutzen, um dann ein schöneres Dresden relativ bald zu haben. Dankeschön. So, als nächster Herr Engel, dann Frau Scharnetzky. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, an sich ist ja diese Vorlage mal eigentlich bei aller, ich sag mal so, auch Trauer über die Carola-Brücke auch eine schöne Sache, weil sie zeigt tatsächlich mal, dass eine Stadtverwaltung, wenn es denn drauf ankommt, auch mal sehr zügig arbeiten kann. Also sowohl, ich sage es ganz offen, ich wünsche mir manchmal einen Bruchteil des Tempos, wie wir es bei der Beräumung der Carola-Brücke erlebt haben, mal bei anderen Projekten. Da ging sehr, sehr viel und da hat man ja Dinge möglich gemacht. Ganz schnell hat gesagt, hier ist 1 Million Euro, legt los. Und natürlich, das legitimieren wir jetzt auch schnell, das ist auch vernünftig. Trotzdem muss ich schon noch ein, zwei Bemerkungen hier zu dieser Debatte auch loslassen. Also Herr Zastrow, wenn man Ihnen zuhört, könnte man den Eindruck gewinnen, die Dresdner Stadtverwaltung hätte sich die letzten Jahre nur mit Radverkehr beschäftigt. Niemand, nichts anderes wird mehr im Straßen- und Tiefbauamt gemacht. Ich sage ganz offen, wenn es denn so wäre, wir haben ein Radverkehrskonzept, das ist derzeit zu 22% umgesetzt. Auch das wird nicht gemacht. Wir können generell darüber reden, wie Abläufe schneller wären, aber jetzt den Eindruck zu erwecken, ja, beim Radverkehr, da gelingt plötzlich alles. Nee, schön wär's. Auch das wird nicht in dem Tempo hier vorangebracht, wie wir uns das wünschen und wie es auch tatsächlich notwendig wäre. Und ich will auch noch einen Kommentar zum Kollegen Böhm loswerden. Man kann ja gerne darüber sprechen, wie wir zukünftig Haushaltsprioritäten auch setzen.
Aber Sie und Ihre Fraktion und auch meine Fraktion, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, wir haben die letzten Haushalte allesamt zusammen mitgetragen, haben auch die Investitionsschwerpunkte über die verschiedenen Ämter allesamt auch zusammen mitgetragen. Und dementsprechend ist es auch ein bisschen Wohlfall, sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, das war alles falsch gesetzt, weil dann sollte man, glaube ich, dann noch kritisch drauf schauen, was man da selbst auch für einen Beitrag dazu geleistet hat. Darum würde ich schon werben. Und ehrlicherweise, ob ein Schwarzdeckenprogramm, wo man irgendwelche Nebenstraßen, was man ja machen kann, endlich mit Asphalt ausstattet, ob das am Ende die Antwort auf, ich sag mal so, die Probleme bei großen Ingenieurbauwerken ist, da würde ich auch mal ein großes Fragezeichen dran machen. Und ich will gerne noch eine letzte Bemerkung loswerden. Wir können ja gerne in Haushaltsverhandlungen auch der Verwaltung, insbesondere im investiven Bereich, immer wieder zusätzliche Dinge drauf geben, immer sagen, ja, die Straße kommt noch mit rein, das passiert noch. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Wir müssen aber auch mal ganz ehrlich sagen, was ist denn dann oft passiert? Die Verwaltung kriegt offenbar, aus welchen Gründen auch immer, immer nur ein gewisses Investitionsvolumen in unserer Stadt überhaupt umgesetzt. Da gibt es offenbar irgendeine natürliche Grenze, wo man sagt, mehr kriegen wir tatsächlich nicht verbaut, nicht verplant. Und dann tun wir immer noch was obendrauf und hoffen dann alle, dass es damit dann besser wird. Nein, wir müssen, glaube ich, dann auch ganz offensiv sagen, diese Projekte streichen wir, damit die Verwaltung überhaupt in der Lage ist, etwas auch umzusetzen. Das ist aus meiner Sicht eine Aufgabe, die wir dann auch in Haushaltsverhandlungen haben, wirklich auch zu schauen, zu was ist denn die Verwaltung tatsächlich in der Lage. Diese Ehrlichkeit würde ich mir in den nächsten Wochen auch wünschen, weil ansonsten können wir gerne weiter Geld draufhauen. Es wird an der Realität am Ende nichts ändern. Dankeschön. So, nun Frau Scharnetzky. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was Herr Engel gerade zum Schluss ausgeführt hat, gilt natürlich auch für andere Politikfelder völlig richtig. Ich wollte nur noch mal ganz kurz auf Herrn Böhm eingehen, der sich über die Prioritätensetzung im investiven Bereich im Verkehr beschwert hat. Und wenn wir speziell auf die Brücken gucken, meine Kollegin Frau Krause hat das ganz wunderbar zusammengestellt und auch nochmal in einer Infografik, wie man das heutzutage so macht, dargestellt, dann sieht man, dass als wir noch einen CDU-Baubürgermeister hatten, Herr Marx, wurde quasi eine neue Brücke gebaut, die Waldschlössenbrücke, da ist sehr viel Geld reingeflossen, es ist vergleichsweise wenig Geld in Sanierung und Unterhalt von Brücken geflossen. Er hat dann noch begonnen, die Albertbrücke zu sanieren 2014 und da hat dann dort gab es dann einen Aufwuchs bei den entsprechenden Mitteln für Sanierung und Unterhalt. Und dann, als wir die grünen Baubürgermeister hatten, Herrn Schmidt-Lamontin und jetzt Herrn Kühn, sehen wir erhebliche Investitionen in Sanierung und Unterhalt und keine Investitionen mehr oder sehr viel weniger. Nochmal in einem Jahr gibt es einen Ausschlag bei der Waldschlössenbrücke, bei dem Neubau. Also von daher, mit Verlaub, ich glaube, dass wir durchaus gut belegen können, dass grüne Baubürgermeister sich bei dem Unterhalt und bei der Sanierung von Brücken extrem ins Zeug gelegt haben. Und das machen sie, weil sie grüne Baubürgermeister sind. Das ist ja quasi das Konzept der Nachhaltigkeit, erstmal die Dinge in Ordnung zu bringen, die man hat, und dann über Neues nachzudenken. Es geht weiter den Wortmeldungen, ohne dass es wirklich substanzielle Zugewinne jetzt gibt für die Debatte, aber es macht nichts. Das sind die Spielregeln, Herr Zastrow und dann Herr Böhm. Über die Frage, wer in diesem Rat über substanzielle oder wer substanziellen Zugewinn bringt, lässt sich auch noch mal streiten, Herr Oberbürgermeister. Wir hatten ja gestern Fragestunden und einiges mehr. Ein bisschen Respekt. Dankeschön. Dass die Grünen ihre Parteikarte verteidigen, ist ja mehr als verständlich. Würde ich auch machen. Muss ich nicht mehr. Freiheit, auch nicht schlecht. Lieber Kollege Engel, die Frage, Sie haben die entscheidende Frage gestellt, warum auch immer schafft es die Verwaltung nicht, bestimmte Dinge, die wir wünschen, wofür wir auch Geld zur Verfügung stehen, umzusetzen. Da gibt es natürlich gesetzliche Regeln, die viel zu kompliziert sind, für die alle möglichen verantwortlich sind, ja. Aber, und da sind wir genau bei diesem Antrag und bei dem, was ich vorhin gesagt habe, lieber Kollege Hans, und das ist schon entscheidend und darüber muss man sprechen. Es hat was mit der knappen Ressource zu tun. Wir haben immer
zu wenig Geld, wir haben immer zu wenig Zeit und wir haben auch in unserer Verwaltung knappe Ressourcen. Auch da reichen nie die Kapazitäten aus, nie, für alles das, was wir wollen. Und die Frage ist, und das entscheiden Sie als Grüne, anders vielleicht, als ich es entscheiden würde, setzen Sie Prioritäten. Der Bürgermeister setzt Prioritäten, wie in diesem Antrag, in dieser Vorlage. Er setzt eindeutig Prioritäten, man kann es hier rauslesen. Er setzt die Prioritäten im Bereich Radverkehr. Auch da ist viel zu tun, gar keine Frage. Aber jetzt in der Abwägung und in dem, wie man all das, was passiert ist, bewertet, muss man natürlich die Frage stellen, gab es Indizien, die die Verwaltung dazu hätten ermutigen müssen, ihre Prioritäten anders zu setzen, damit sowas, wie es an der Carola-Brücke jetzt passiert ist, nicht passiert. Und genau diese Indizien gab es spätestens seit 2002, wie wir durch die Akteneinsicht in die Gutachten selbst uns herausarbeiten mussten. Ich hätte, wenn ich verantwortlich gewesen wäre und diese Gutachten gesehen hätte, hätte ich gesagt, ab irgendeinem Zeitpunkt, aber alle Kapazitäten jetzt da reinsetzen, dass dort nichts Schlimmes passiert. Und das ist nicht gemacht worden. Und es wird bis heute nicht gemacht, sondern es geht einfach so weiter. Es wird weiter das Parteiprogramm von Ihnen, Herr Hans, ich verstehe das, umgesetzt. Aber normalerweise würde ich schon denken, müsste man die Prioritäten anders setzen, eben weil es auch in der Verkehrsinfrastruktur noch ganz andere Baustellen gibt. Und das ist schon eine Frage der Verantwortung. Dafür übernimmt in dieser Stadt jemand Verantwortung, ganz sicher. Darum geht es am Ende. Man kann das so machen, aber muss es am Ende auch bewerten. Und ich halte das für äußerst kritisch und ich glaube, darüber werden wir noch reden müssen, und zwar in den nächsten Monaten. Dankeschön. So, jetzt haben wir den Herrn Böhm. Und dann hier, ich würde das mal von hier versuchen. Frau Schanetzki, kurze Antwort dazu. Seit 9 Jahren sind grüne Baubürgermeister in Verantwortung. Und offensichtlich haben Sie ja nach Ihrer Aussage alles richtig gemacht. Nur ich kann mich nur wiederholen, was ich gestern schon gesagt habe. Die Brücke ist eingestürzt. Und Herr Mattes. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte eigentlich jetzt keine Rede vorbereitet, nur eine Bemerkung zu den immer wieder aufflammenden Argumenten, dass in der zurückliegenden Zeit möglicherweise Versäumnisse an der Untersuchung der Brücke aufgekommen sind. Also ich habe die Sicht eines Statikers auf diese Dinge und ich wollte vor allen Dingen in den Mittelpunkt stellen, dass es hier sich bei dieser Brücke, die wir hier in Dresden haben, um eine nicht durchschnittliche Brücke handelt, sondern um eine ganz besondere. Und diese Besonderheit, die ergibt sich daraus, dass diese Brücke zum einen erstmal eine Spannbetonbrücke ist, das ist nichts Besonderes, aber dass diese Brücke eine sehr große Spannweite hat und ein statisches System damals in dieser Zeit gewählt wurde, dass wir heute so in dieser Weise nicht mehr bauen würden. Ja? Es ist eine sogenannte statisch bestimmte Brücke, die sozusagen bei ihrem ersten Versagensanzeichen, beziehungsweise ein Versagensanzeichen gibt es eigentlich nicht, die beim ersten Durchriss sofort auch den Kollaps zur Folge hat. Ja. Solche Art Brücken gibt es in Deutschland zigtausend. Und das, was ich hier eigentlich vermitteln möchte, ist, dass wir dieses Problem, was wir hier in Dresden haben, nicht als Dresdner alleine haben, sondern dass diese Problematik deutschlandweit tausendfach vorliegt. Ja? Kein Statiker würde sich gewissermaßen herausgenommen haben, einen solch wichtigen Verkehrszug auf den Grundlagen, die vielleicht aus der zurückliegenden Begutachtung mit starken Kritikpunkten sozusagen resultieren, dann zu sagen, wir sperren diese Brücke. Ja, das ist ein Riesenverkehrszug, der dann sozusagen auf gut Dünken vermeintlich herausgenommen wird,
In gleicher Weise müssten wir das, weil viele Brücken dieser Art in die Jahre gekommen sind, also mit gleicher sozusagen statischer Konstruktion in die Jahre gekommen sind, müssten wir das mit vielen tausend Brücken vorsichtshalber vorher, jetzt bevor sie eben einstürzen, mit anderen Brücken in Deutschland auch tun. Deswegen hat kein Statiker den Mut, einfach zu sagen, oh, die muss raus, ja, bevor diese Brücke eingestürzt gewesen ist. Wir brauchen jetzt nicht nur in Dresden eine besondere Investition in die Untersuchung der Ursachen bzw. eben auch das Monitoring solcher Brücken, sondern wir brauchen das deutschlandweit. Und dieses Signal muss sozusagen eben auch von diesem Einsturz hier ausgehen. Wir können da sozusagen kleinteilig hier über Lösungen innerhalb von Dresden diskutieren. Aber unsere allergrößte Aufgabe ist es, glaube ich, diesen Einsturz so publik werden zu lassen, dass, und vor allen Dingen deutlich zu machen, dass das Problem tausendfach auch in anderen Städten und überall im Lande, also auf dem Lande vorliegt, dass das sozusagen eine Priorität erlangt, dass wir grundsätzlich in den Bestand sozusagen von Brücken mehr Investitionen hineinstecken müssen. Dazu gehört zum einen natürlich Geld, mehr Personal, dass mehr Ingenieure dieses tun, und dazu gehört auch, dass die Popularität und die Priorität in der Ausbildung für solche Ingenieure auch einen erhöhten und höheren Stellenwert bekommt, als das jetzt der Fall ist. Ein Institut an der Universität für, was weiß ich, griechische Antike mit einem Professor hat die gleiche Ausstattung wie ein Institut, was eben für Statik verantwortlich ist und 120, 150 Ingenieure in diese Richtung führen soll, die wir hier eigentlich brauchen. Soweit, vielen Dank. Geschäftsordnungsantrag, Herr Laczynski. Ende der Debatte beantragen. Danke. So, Ende der Debatte ist beantragt. Gibt es dazu Gegenredebedarf? Sehe ich nicht. Dann stimmen wir ab über den Geschäftsordnungsantrag auf Ende der Debatte. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 34 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen, 8 Enthaltungen. Damit ist Ende der Debatte beschlossen. Ich würde jetzt noch nur noch zwei Thematiken zulassen. Einmal war noch eine Antwort schuldig, insoweit kurz Herr Kühn. Und dann, sofern es gewünscht wird, zum Tagesordnungspunkt 35 noch das Schlusswort des Einreichers. Und dann kommen wir zur Abstimmung. Herr Kühn, bitte. Es ist ja aus der Debatte um die Finanzvorlage schon wieder eine verkehrspolitische Grundsatzdiskussion geführt worden. Ich will mal ein paar Sachen richtigstellen und einordnen. Die getätigte Aussage, der Straßentiefbahn müsste im Haushalt bluten, entbehrt jeder Grundlage. Ich sage Ihnen mal, welche Großprojekte im nächsten Doppelhaushalt drin sind. Ersatzneubau Nossener Brücke, Projekt von weit über 100 Millionen Investitionen. Brücke Industriegelände, Investitionen von around 20 Millionen. Blaues Wunder, wo ich persönlich die Fördermittel organisiert habe, 13 Millionen, sonst könnte man mich gar nicht bauen. Hamburger Straße, das ist eine Bundesstraße. Königsburger Straße, wo wir endlich Baurecht haben. Und. Es sind alle wesentlichen Großinvestitionen in die Verkehrsinfrastruktur und in die Brücken im nächsten Doppelhaushalt drinne. Insofern kann man an keiner Stelle sagen, dass hier an der Stelle gespart wird. Es ist richtig, dass bestimmte Projekte nicht mit immer dem gewünschten zeitlichen Ziel umgesetzt werden können. Bei der Kunersdorfer Straße haben wir das auch ganz klar reingeschrieben. Planungsseitig sind Vorleistungen getroffen worden, auch in den Nebenstraßen. Es gibt auch Baurecht. Aber wir können nicht die gesamte Stadt aufreißen mit einmal. Insofern gibt es auch Einschränkungen, was Sperrkoordination angeht, weil wenn ich die Umleitungsstrecken baue
um dann die Kunersdorfer zu bauen, kann ich nicht gleichzeitig die Kunersdorfer sozusagen lahmlegen. Also ich muss das nacheinander machen, wie bei anderen Großprojekten. Wir bauen erst die Umleitungsstrecken und dann die eigentliche Maßnahme. Insofern wird das Projekt genauso wie alle anderen Projekte, die hier derzeit zur Kostendeckung genutzt werden, weiterverfolgt. Teilweise haben sie eben nicht den Arbeitsstand, bei anderen Projekten haben wir es auch im Ausschuss deutlich gemacht, musste man Planer wechseln und so weiter und so fort. Die Projekte werden alle fortgeführt, aber es können nicht alle Projekte gleichzeitig, dafür haben auch gar nicht die Kapazitäten in den Ingenieurbüros oder in der Verwaltung umgesetzt werden. Am Mittwoch in der Sondersitzung haben wir nochmal deutlich gemacht, wie das Thema Lichtsignalanlagen bearbeitet wurde, dass die wesentlichen Kreuzungen bereits umprogrammiert wurden und dass diese Woche bis Ende Oktober genau die Punkte, Herr Zastro, die Sie genannt haben, Rathenauplatz, Steinstraße und so weiter, in dieser Verkehrsachse umprogrammiert werden. Also auch das findet an der Stelle statt. Und ansonsten will ich nochmal sagen, wir können die Abbrucharbeiten nicht beenden, weil sie dienen der Gefahrenabwehr. Und wir haben eine Bundeswasserstraße, die gesperrt ist, die übrigens der einzige Zugang der Tschechischen Republik zu den Häfen und zu den Meeren ist, die und entsprechend wir dort regelmäßig Nachfragen haben, wann die Wasserstraße wieder zur Verfügung steht, müssen wir diese Arbeiten beenden. Ja, und warum geht diese Beräumung so schnell, Herr Engel, Sie hatten es ja angesprochen. Ja, weil wir hier im Gefahrenvollzug sind und eben nie eine Ausschreibung und Vergabeverfahren, all den Prozedere machen müssen, sondern hier sehr kurzfristig handeln können, was wir zum Glück an anderer Stelle auch nicht unbedingt machen müssen, weil nicht Gefahrenverzug ist. Aber deshalb dauern andere Prozesse, weil wir uns an Vergaberegeln und Ausschreibungen sozusagen gebunden sehen, etwas länger. Aber nochmal, wir können nicht die Abbrucharbeiten stoppen, sie dienen der Gefahrenabwehr und wir haben hier eine Bundeswasserstraße, die wieder zur Verfügung gestellt werden muss. Und deshalb ist es dringend geboten, diese Arbeiten fortzusetzen, was wir natürlich tun. So, wird noch das Schlusswort zu 5 und 3 sich gewünscht? Ist nicht der Fall. So, dann kommen wir zur Abstimmung. Dann haben wir zunächst den federführenden Ausschussbericht zum Tagesordnungspunkt 13. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, eine Nein, 21 Enthaltung, damit so zugestimmt. Und die Abstimmung über den Antrag zu Tagesordnungspunkt 35, wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Sechs Ja-Stimmen, 57 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen. Damit ist der Antrag abgelehnt. So, meine Damen und Herren, dann...